Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Lasst uns hineinstarten, aber doch bitte nicht so wie der Motorradfahrer an der roten Ampel. Wenn nur ein paar Sekunden Geduld zu viel verlangt sind, dann kommt sowas dabei rum. Damit steht er jetzt ein Auto weiter vorne, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Hat sich ja echt gelohnt. Das kann ja wohl nicht sein, das doch. Das ist sinnfrei gewählt für die 2 Meter. Gute Laune in 3, 2, 1. Junge! Nur vor der Nase rüber, Hauptsache rüber! Ey! Bah! Mein Gott, ey! Alter. Ich weiß nicht, wer auch anders war. Bestimmt Monate her oder so. Ich würde noch weiter. Du fährst kein Panzer, Omi! Nee, nur ein LKW. Weil die Ständerstraße ist ziemlich zu. Ja, ich würde durch die Stadt fahren, denke ich mal. Das war halt auch dämlich von dem, muss man schon sagen. Das wäre mal eine ganz knifflige Sache, nicht? Den kann man ja mal. Es kommt selten vor, dass ich bei einem Clip wirklich sprachlos bin. So ist das aber bei diesem hier definitiv der Fall. Da auf dem Standstreifen hat jemand angehalten, aber nicht etwa, weil er eine Panne hätte, nein, sondern um Fotos von der Unfallstelle auf der Gegenseite machen zu können. Diese Person kann ich gar nicht so sehr beleidigen, wie sie mich anwidert. Ja, du Spinner, ey! Was ist los mit euch? Ja, der erste vor und alle anderen hinterher. So kennt man's. Woo! Warum es wichtig ist, immer in beide Richtungen zu schauen. Aber er ist nicht der Einzige, der nicht richtig guckt. Wir bleiben im LKW. Kurz zur Vorgeschichte. Roman hat dem Fahrer des LKW, der gleich links von uns erscheint, zuvor wohl zu langsam überholt, nämlich nur mit schlappen 90 km/h. Roman hat Anzeige erstattet, allerdings konnten wohl Fahrer und Firma nicht ermittelt werden. Der LKW ist wohl irgendwo im Ausland gemeldet. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, denn solche Fahrer haben aus meiner Sicht auf unseren Straßen nichts zu suchen. Ganz egal, was da vorher vorgefallen ist, solche Aktionen sind absolut dämlich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll. Dämlich ist auch sowas hier. Schön über dem Bürgersteig, die Reifen freut's und den Fußgänger damit Sicherheit auch. Und das alles nur, weil man keine Zeit hat, ein paar Sekunden zu warten. Es ist für mich unbegreiflich. Oh, den Fußgänger fast noch anfeuern. Wo wir schon von unbegreiflich reden, Christian wartet hier vorbildlich am Fußgängerüberweg. Die Zeit hat nur offensichtlich nicht jeder. Unfassbar. Oh nee. Das ist die Windmühlengasse, die hier ist hier immer lang vor, hier mit meinem Weg, meinem rechten Weg. Das hat die Reifen sicherlich gefreut. Wie der hier lang fährt, oder? Der
Digga, du bist doch nicht ganz sauber, Alter. Und dann passe ich hier rechts und was dann der Schlitten. Was ein Kunde, ey. Wir sind hier flott unterwegs. Besser gesagt, wir waren es. Übrigens, weil ich es an dem Passat gerade sehe, bei solchen Wetterverhältnissen dürft ihr gerne mal euer Licht anmachen. Sehen und gesehen werden ist das Stichwort. Wisst ihr, was wir heute noch gar nicht hatten? Ein Kreisverkehr. Doppelt hält besser. Wir sind in einem Parkhaus unterwegs. Alle fahren ordnungsgemäß zur Ausfahrt. Aber warte, wirklich alle? Nein, ein Unbeugsamer, der denkt, er ist besser als alle anderen. Da vorne zieht ein Autofahrer knapp vor dem Motorradfahrer, aber der ist auch nicht besser unterwegs. Du bist aber schön über Rot gefahren, Alter. Na, ob das so schön war, weiß ich nicht. Achtet auf den Kleintransporter, der vor dem LKW vor uns rauszieht. Na, habt das gehört? Das war der hintere linke Reifen. Der Fahrer hat hier übrigens sehr gut reagiert, keine Vollbremsung hingelegt, sondern den Wagen langsam ausrollen lassen. So konnte Schlimmeres verhindert werden. Mal sagen, der Reifen ist kaputt. Eine Baustellenampel. Soweit so unspektakulär, aber diese Baustellenampel ist etwas ganz Besonderes. Was? Was ist das für ein Müll? Ja, und wer jetzt denkt, der Gegenverkehr sei bei Rot gefahren, der täuscht sich. Denn in der Heckansicht ist im letzten Moment noch zu sehen, dass die Ampel gerade wieder rot wird. Dementsprechend hat der Gegenverkehr hier zeitgleich mit uns grün bekommen. So, das war's denn nun. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, schickt eure Clips gerne an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.